Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sims 4 mit der Dr. House Challenge. Und unser Dr. House, der ist jetzt gerade noch, denn der muss um 6 Uhr direkt in die Arbeit gehen. So, er ist konzentriert. Wir müssen noch einen Patienten erfolgreich diagnostizieren und behandeln. Ja, danach haben wir dann frei, ne? Wir müssen also von 6 bis 16 Uhr arbeiten. Aber ich glaube, für eine Beförderung haben wir noch nicht, ja, noch nicht genug. Also, wir sind noch nicht, ja, der Level ist noch ziemlich, nee, rot war es nicht, aber wir sind jetzt sehr weit unten. Ich glaube, lag das nicht daran, dass er auch eine Falschdiagnose gemacht hat? Ja, fast orange sind wir hier. Genau. So, dann gucken wir mal. Wir haben ein neues Outfit. Denn wir können ja auch operieren jetzt. So, Alex ist immer noch da. Sie ist wieder die Ärztin. Okay. Wen haben wir denn? Oh, lauter Erwachsene hier. Gehen wir mal zu Janet. Patient untersuchen, Temperatur messen und einen Abstrich nehmen wir auch mal direkt. Weitere Untersuchungen und Tests sind nötig. Ja, das machen wir schon noch. Körper eines Patienten untersuchen, dann machen wir das direkt auch nochmal bei dir. Erfolgreich Gewebe, ja, da müssen wir natürlich das... Wo gehst du denn hin? Hey. Hallo. Du sollst den Körper untersuchen, mein Lieber. Und danach machen wir die Analyse. Direkt mal den Abstrich von Janet. Jo. Schauen wir mal. Wird das immer klarer? Die Augen könnten wir theoretisch noch untersuchen. Ja, ihm ist unwohl, weil die Ärztin nebendran steht. Die nicht eindeutigen Daten. Okay, ja, sind wir ein bisschen verwirrt. Dann untersuchen wir die Augen vielleicht gerade noch. Yay. Meine Kimama, die hat gerade ihre 5 Minuten. Ja. Patient behandeln. Kann ich auch noch gar nicht. Ich weiß noch nicht, was sie hat. Unsichere Diagnose verfügbar. Na, das bringt mir auch nichts. Was hätten wir noch? Ohren. Was? Achso, das haben wir jetzt auch. Einen Patienten diagnostizieren. Schwache Diagnose. Okay, dann machen wir die Ohren noch und dann haben wir nicht mehr viel über Allgemeinzustand. Oh Mann. Wir sind schon 2 Stunden an der Patientin dran, ne? Und quatschen fleißig mit ihr. Was? Hausbesuch? Jemand hat im Krankenhaus angerufen und um einen Hausbesuch gebeten. Klicke auf den Empfang, um den Haushalt zu besuchen. Wow, wir machen einen Hausbesuch. Cool. So, warte mal. Ja, wir machen das. Das ist mal was anderes. Bist du sicher, dass du deinen Sim auf einen Hausbesuch schicken möchtest? Er wird dann zu einem anderen Grundstück gebracht. Ja, komm, Lust. Das habe ich noch nie gehabt und eigentlich auch noch nie gesehen. Von daher finde ich das echt interessant. Wir sind... Was sind wir denn eigentlich momentan? Level 5? Ich glaube schon. Level 5. Oh, wir sind in der Stadt und... So. Ist sie mitgekommen? Nee. So, warte mal. Ich muss mal gucken. Untersuchen... So, ich mache mal erstmal auf Stopp. Sie hat irgendwas hier oben dran. Untersuchen und Medizin geben. Klicke bei einem Hausbesuch auf einen Patienten, um ihn zu untersuchen. Nachdem der Patient untersucht wurde, kann er behandelt werden. Sie hat aber auch sowas über dem Kopf. Ich kann natürlich hier schlecht die anderen 3 Sachen hier machen. Hallo Shiva. Shiva? Patient untersuchen. Sie, ja. Ja, so in der Art. So, Hausbesuch. Oh, mach mal. Oh. Ach, da kommt noch jemand. Oh, ihre Ohren dampfen. Josef. Josef. Komm mal hier. Kann ich dich jetzt Medizin geben? Ja, cool. Ah, ich muss 3 Leute das auch noch. Das ist ja gut. Gut, dass er noch gekommen ist, weil der scheint gesund zu sein. So, du bekommst auch noch Medizin.
Ich gebe ihm noch mal irgendeinen Rat. So, und du, Katrina, oder wie Katrina, ne? Katrina, ja. Dich müssen wir auch noch untersuchen. Das ist ja interessant. Ich bin mal gespannt, ob meine Patientin noch dann noch sitzt, die Janet, wenn wir zurückkommen. Anscheinend sind die gesund. So, lass ich mal untersuchen. Auch ein interessantes Gerät. Das sieht aus wie ein Ultraschallgerät oder sowas. Jetzt warte, du kriegst gleich Medizin. Und ich muss mal auf Toilette. Kann ich mal euer Klo benutzen? Verwenden. Oh, okay. Hört, hört, du hast geholfen und alle Patienten behandelt. Du hast großartige Arbeit geleistet. Jetzt wird es Zeit, wieder ans Werk zu gehen. Es gibt noch mehr Patienten, die behandelt werden müssen. Klicke auf deinen Sim und wähle zurück zum Krankenhaus, um wieder an die Arbeit zu gehen. Ah ja, okay. Du. Oh. Okay, ich wollte ihm eigentlich noch einen Toilettengang gönnen, aber das hat er irgendwie jetzt gerade nicht mehr hingekriegt. Egal. Jetzt bin ich gespannt, ob Janet noch sitzt, dass wir sie weiter behandeln können. Wenn nicht, müssen wir eine andere nehmen. Oder jemand anderen nehmen. Oh. Unsere Assistentin ist mal wieder Geist hier. Fabio Niesen ist auch Arzt. Wir haben einen neuen Arzt hier. Janet sitzt noch. Sehr schön. Schwache Diagnose. Wir gehen nochmal aufs Laufband mit dir. Laufband muss ich nämlich noch. Wer ist das da hinten? Ah, Hilfskrankenpfleger. Warum steht ihr rum? So, sie hat aber auf jeden Fall irgendwas. Schwache Diagnose, ja. Ich könnte also unter 5 Sachen etwas aussuchen. Tag. So, jetzt gehen wir. Ich muss auch die Uhr ein bisschen im Blick halten. Bis 16 Uhr. Vielleicht bleiben wir mal wieder länger. Puff! Yay! Übrigens müssen wir nicht mehr auf die Toilette, ich weiß nicht. Es hat anscheinend auch noch geklappt. Was ist denn das da hinten? Nadja Bauer, okay. Oh mein Gott, jetzt ist sie voll schwindelig. Ich müsste mir echt mal die Symptome von denen anmerken. Sie hat nämlich auch so, ja, Spiralpunkte. Eine mögliche Erkrankung. Noch weitere Untersuchungen. Mir bleibt nicht mehr viel, Mensch. Ich habe doch schon fast alles mit ihr gemacht. Oh Gott, guck, die hat nämlich zum Beispiel Streifen. Klare Diagnose. Okay, also da habe ich immer noch... Ich sage mal, sie hat eine sternklare Augen, weil sie hat echt... Ich hoffe, das stimmt. Ich habe eine Diagnose erstellt und nun kann sie die Medizin dazu bekommen. Diese Dreifachdrohung, da hätte ich wahrscheinlich operieren dürfen, gell? Patient geheilt, yay! Sehr schön, hier, das habe ich geschafft. Jetzt bin ich zumindest durchschnittlich von meiner Leistung her, wunderbar. So, dann nehmen wir dich mal, Janet. Bauer. Einmal Temperatur messen. Dann auch von dir noch einen Abstrich. So, dann schauen wir mal weiter, was ich so oben will. Sie sieht echt interessant aus mit den Streifen. Die hatten wir noch nicht, oder? Oh mein Gott. Was war das? Du bist elektrisch geladen. Okay, dann könnt ihr den Körper untersuchen. Bleib mal kurz. Gregory, bleib doch bitte da. Gregory. Mach den Körper noch und dann gehen wir den Abstrich untersuchen. Akzeptable Diagnose. Ja, okay, ich mache den Abstrich sowieso noch. Eventuell die Augen noch, falls dann... Fabio Niesen. Wir sind heute richtig fleißig. Wir haben schon 3 auf dem Hausbesuchen geheilt und dann diese Janet geheilt. Und jetzt sind wir an der nächsten Janet dran. So, dass es sich eindeutig um eine Infektionskrankheit handelt. Yay! So, dann gucken wir mal. Klare Diagnose. Ein juckender Blambob.
Brennender Busch. Gas und Gekicher. Was ist denn davon jetzt eine Infektionskrankheit? Gas und Gekicher, glaube ich, oder? Ist doch doof. Oh, Ergebnisse der Analyse protokollieren. Warte. Ergebnisse protokollieren. Die Streifen haben schon aufgehört. Oh, Entschuldigung. Patient behandeln. Wie viel haben wir? 13 Uhr. Und ich bin hier schon auf Gold. Also von daher können wir auch direkt nach Hause gehen, wenn wir Feierabend haben. Ach so, ein was war noch, gell? Wir müssen noch einen Abfluss verstopfen. Sollte uns 2 Stunden reichen. Patient geheilt. Yay! Dann gehen wir mal. Gehen wir in die Küche? Nee, wir gehen ins Bad. Abfluss verstopfen. Oh, das hätten wir doch bei den Patienten auch machen können. Ach, Mist. Da waren wir doch schon mal gerade woanders. Habe ich nicht dran gedacht. Was war denn noch? Schelmfähigkeit auf Level 10. Ja, wir sind gerade. Oh nein, bleib draußen, Masato. Du kriegst das auch noch mit. Das ist. Bitte jetzt wütend. Ich glaube, wir verstehen uns eh noch nicht so toll. Na, wir haben hier so ein bisschen rot. Könntest du bitte aus der Toilette raus? Wobei, ihn stört es nicht. Vielleicht ist es auch das nächste Mal, dass das wieder ganz ist. Ich weiß es nicht. So, wie viel haben wir? 1443. Ich kann hier nochmal zu Truth. Was mag ich denn? Ich möchte mit dem noch einfach nur Röntgen gehen. So, 1 Stunde haben wir noch und das ist jetzt sowieso nichts, was ich unbedingt noch beenden kann oder werde. Wobei ich natürlich auf meine Leistung Acht geben kann. Level 5 sind wir. Wir brauchen noch 5 Level. Bis zum Abschluss. So, Röntgenuntersuchung weist auf eine mögliche Krankheit und so weiter. So, wir haben fantastisch gearbeitet. 884 Simoleons haben wir bekommen. Yay. Das reicht für eine Wochenmiete, ne? Wir haben so um die 600, 700, glaube ich. Und wir haben für den Tag 884 bekommen. Achso. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Beförderung. Du hast sie dir verdient. Danke. Wir waren doch schon zusammen feiern. So, du ziehst dir mal bitte noch was an. Warte, so Outfit. Was machen wir denn? Das da? Oh, sorry. Ich habe mich vertippt. Das hier. Und dann gucke ich gerade mal, ob unten, ob ich was zu essen bekommen könnte da unten. Ist was offen? Ja. Essen bestellen. Merguez. Hier, geh mal was essen. Und dann können wir noch hier gucken. Na, warum kann ich das nicht anklicken? Na also. Poster nehmen. Sonst noch irgendwas? Dort vorne ist noch ein Poster. Ich glaube, ich bin zu weit weg, wenn ich das von der Ferne mache. Oh. Und hier steht. Ah! Komm schon. Ach so. Sag mal. So, jetzt den Schneekuchen suchen. Aber erstmal haben wir Hunger. Was machst du? Ah, er rennt zu den Postern und so. Die kennen wir auch. Eva Gupta. Also, ich kenne sie irgendwoher. Und guck, hier ist auch nochmal ein Poster. Oh, es hat sich nicht so angehört, als hätten wir das Poster noch nicht. Isst du gerade was? Das ist auch ein Poster, das wir schon kennen. Schneekugel Emily. Ungewöhnlich. Sagt mir jetzt nichts, aber ich habe auch nichts gehört. So, und was ist das? Brennende Würze. Wie das brennt, ein scharfes Essen. Jo. Aber du isst noch, ne? Ja. Das sieht aus wie Würstchen. Würstchen mit einer scharfen Soße.
So, und danach gehst du nach Hause. Oder kann ich das mitnehmen mit nach Hause? Weil ich muss sowieso mal auf Toilette gehen. Oh, ich stell's mal hier ab. Wo hat das denn hingestellt? Keine Ahnung. Hättest du ruhig zu Ende essen können. Hätte ich nichts dagegen gehabt. Na gut, so, er muss einmal auf die Toilette. Ist das Emily auch gewesen? Nee, das ist das Tudor-Haus. Skyline, Stadtbrücke, da haben wir. Emily haben wir schon. Dann kriegen wir ein bisschen Kohle. Emily, das hier ist dieses. Das haben wir auf jeden Fall auch schon. Und da haben wir sogar zwei jetzt unten gefunden. Die haben wir aber auch schon alle. Und hier den Messerblock kann ich auch verkaufen. So, mein Lieber hat jetzt natürlich frei. Unerfreuliche Umgebung. Oh. Oh. Ich muss meine Badewanne reparieren. Wann ist denn die kaputt gegangen? Ich glaube, hör auf zu wischen. Das bringt gerade nichts. Mach erstmal. Reparier erstmal und danach aufwischen. Okay. Oh. Das nächste Mal könnte es wirklich aber dann sein, dass wir eine Beförderung bekommen. Das ist hier wirklich hochgerutscht, weil ich so eine fantastische Arbeit gemacht haben, sozusagen, ne? Schön. Fünfmal Voodoo anwenden. Ja, da habe ich natürlich gesagt, entweder ich tue meine Voodoo-Puppe an einen Nachbarn binden. Ach ja, guckt mal. Raj, Rasuja. Das mache ich. Da ist er nämlich auch schon. Oh, jetzt ist er aber wahrscheinlich weg, deswegen kann ich ihn wahrscheinlich nicht anbinden, oder? Gregory, mach mal hinne. So. Doch, ich mach es. Lalala. Jigga. Wurde an Raj zugeordnet. Ja, perfekt. Guck mal, Raj herbeirufen. Ha, jetzt hat es funktioniert. Davor hat es nämlich nicht geklappt, weil die immer alle wieder weg waren. Haha, yay. So, dann räumen wir das hier auf. Und dann... Da kommt er schon, yay, yay. Hallo, mein Lieber. Und was kann ich jetzt noch mit ihm machen? Ich weiß es gar nicht. Voodoo praktizieren. Durchnässen. Komm, das gefällt dir doch. Das ist aber wieder weg. Aber ich hab's ein zweites Mal. Gregory House gefällt das Voodoo, glaube ich. So, ich glaube, an dieser Stelle sage ich aber jetzt erst einmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen und hören uns dann in einer nächsten Runde wieder. Lass es dir gut gehen, lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal, eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.